Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Es wird auf jeden Fall immer schlimmer. Oh, 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 oh. In der Mitte ein Blutbad. Was? Ich hatte nur eine perfekte Runde? Das ist ja doof. Ist die Zeitvorgabe unter 2 Minuten oder was? Runde 3. 3, 2, 1, los! Erste Welle. Habt ihr gesehen? Er hat ihn fast halbiert. Er hat die Hunde vor dir hauen. Dunkle Schuhe, das wird ihn freuen. Er war gnadenlos. Zweite Welle. Der Feind ist tot. Drei, zwei, eins, los. Ihr recht, Meldon. Lasst ihr das nicht bieten. Auf, zurück. Na, na, ihr wolltet doch unparteiisch sein. Alle, das muss. Ach, das war's schon wieder. 2, 1, los! Sehr schön! Man braucht für so einen Schuss mehr als ein gutes Auge. Man braucht mindestens 2. Nein, scheiße! Hä? Wo lebt denn noch einer? Ah, das ist wirklich ein bisschen doof mit den perfekten Runden und sowas. Dass die Hops weglaufen und dann siehst du die einfach nicht. Hä? Hier lebt doch keiner mehr. Das war mal wieder ein feines Massaker. Und es stehen noch 5 aus. 1,53. Runde. Naja. Das ist echt ein bisschen blöd, dass man die Feinde teilweise gar nicht sieht oder dass sie teilweise auch weglaufen und sich verstecken dann. Das ist ein bisschen hinderlich, um perfekte Runden zu absolvieren. Aber naja, es hätte schlimmer kommen können bislang. Wir haben es ja bis jetzt, haben uns ganz gut geschlagen, hoffe ich. Hallo? Guten Tag, Herr Waffenhändler. Haben Sie vielleicht... Ich kann helfen. Das hoffe ich auch. Was haben wir denn da? Auferstehung, dann kaufe ich mir mal ganz kurz den Standard-Gesundheitstrank, den aufgegossen. Ja, natürlich. Das bin ich schon jetzt. Und natürlich die Java-Tränke. Ja, vielen Dank, tschüss. Waffen hat er eh keine besseren für uns. Und es geht gleich weiter, wie es aussieht. Oh nein. Belverina, ich frag mich, was da noch kommt. Da kommt bestimmt noch ein Waldtroll. Runde 4. 3. Na los, spawn schneller! Zweite Welle! 3, 2, 1, los! Alter Schwede! Dritte Welle! 3, 2, 1, los! Shit, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich Zeitdingens machen oder Feuerball. Ich häcksel mich hier einfach durch, so gut es geht.
Die wahren Kenner werden das Schlachtfest zu würdigen wissen, das wir hier heute bieten. Und es kommen noch 4 weitere Runden. Ich wünschte, ich könnte mich freuen, aber mein Schlachtarm tut langsam weh. So, 200 Goldstücke, das sind natürlich kleine Almosen, die ja immer so ein bisschen rumfliegen. Das lohnt sich fast gar nicht. Dann gehen wir mal weiter. Es müsste aber trotzdem eine perfekte Runde geworden sein eigentlich. Hoffe ich zumindest. Perfekte Runden 3, jawohl. Eine Runde haben wir nicht perfekt gemacht. Wir müssen immer unter 2 Minuten bleiben. Wie das teilweise möglich sein soll, ist mir ein Rätsel. Vor allen Dingen in den späteren Runden. Wieso buhen die denn immer noch? Das verstehe ich nicht. Und hier kommt jetzt bestimmt Belvery, ne? Runde 5, 3, 2, 1, los! Erste Welle! Ah, das ist wie früher! Ich hatte ein paar gute Jahre in der Banditenfestung. Banditen? Wie ich damals Mad Welpe genannt habe. Komm schon, dort, Welpe, hä? Nein, nicht. Sehen wir uns einfach das Gemetzel an, ja? Boah, Alter! Was für eine Aktion! Man sieht den Blutdurst in seinen Augen! Nicht so sehr wie bei euch, Murray! Ach, Alter, jetzt kommen die alle hier rüber geschaltet. Ich komme gar nicht zum Schießen. Nimmt er es wie ein Mann. Was auch gut ist, denn ich meine, er ist ja einer. Dass er das Schießen erledigt. Mittelmäßig! Alter! Oh! Habt ihr das gesehen? Und ja, Alter! Der ist ein Knaller! Habt ihr es gesehen? Ja, sorry, hab ich. Ich komm noch gar nicht hin, ne? Ich treff den auch nicht von hier aus. Jetzt aber. Zweite Welle. Platt gemacht wie ein lästiges Insekt. 2, 1, los! Ich lauf da jetzt rüber, da mir reicht's. Mittelmäßig. Der Schuss hat ihn umgehauen. Schnauze, ihr Penner! Aua! So, dann jagen wir erstmal die hier oben vom Balkon. Boah, ich sehe nichts, weil die Sonne jetzt hier noch drauf scheint und es ist sowieso schon so dunkel hier drin. Ich schaffe die auf keinen Fall unter 2 Minuten. Durch den Kopf. 3,25, das war leider drüber. Fantastisch! Hoffentlich hält er noch 3 weitere Runden durch. Boah, wie ätzend. Ende der Runde. Ich hasse den Hexenkessel schon jetzt auch. Wir kommen ja vielleicht noch irgendwie durch. So ist es nicht. Huch. Also durchkommen wir, aber ob die Runden jetzt perfekt werden, das weiß ich. War die jetzt auch perfekt? Nee, die war nicht perfekt. Unter 2 Minuten. Da hätte man wirklich von Anfang an die Strategie kennen müssen, drüben hochzulaufen. Und die Viecher auszuschalten. Jetzt. Kommen hier die Belverine?
Und wie viele Arenen gibt es denn hier eigentlich? Runde 6. 3, 2, 1, los! Erste Welle! Dein Angriff wurde diesmal pariert. Er feuert wohl noch die Anschläge aus den Mauern schießt. Aber blick nicht in den Abgrund, was er vor dir. Schau bloß nicht hinein. Warum? Blickt er in eine hinein? Nein! Aber mir ist es falsch, ich will das an euer Zweite Welle! 3, 2, was? Jetzt schon die zweite Welle? So. Na jetzt, Alter, jetzt lass das doch mal. Na los, in die Schlucht mit dir, du Penner! Mann! Mit dir auch! Nein, schön geblockt. Und nochmal, bitte. Das ist wirklich ein fantastischer Hexenkessel! Schade, dass es nur noch zwei Runden sind! Alter Schwede! So. Ich hoffe, da tritt jetzt keiner drauf. Das haben wir einigermaßen geschafft. Ich fand auf jeden Fall, die Arena im ersten Teil fand ich fairer. Hier muss man wirklich viel mehr tricksen, viel dreckiger sein auf jeden Fall. Und vor allen Dingen von Anfang an schon wissen, wie es funktioniert am besten. So, kaufen wir mal beim Waffenhändler wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Ein Käffchen zwischendurch. Schönen Tag noch. Gute Wahl. So. Ihr werdet begeistert sein. Ach komm, eine Wiederauferstehungsfiole können wir auch mal machen. Und ich würde sagen, erstmal ein Käffchen genießen. Ah, der bringt wieder Kräfte. Oh, der bringt tatsächlich Kräfte. So, weiter geht's. Runde 7. Wahrscheinlich jetzt Balverine und dann ein Troll. Hier sieht's doch sehr balverinig aus, oder? Runde 7. 3, 2, 1, los! Erste Scheiße. Und jetzt kommt bestimmt der Waldtroll, das weiß ich schon. 2000 Gold, hey! Also die Balverine haben wir drauf auf jeden Fall. Banditen machen immer so ein bisschen Stress. Und ich weiß schon jetzt kommt der elende Troll und ich weiß noch nicht genau, wie ich gegen den vorgehen soll. Da muss ich, glaube ich, echt aufpassen. Perfekte Runden 5 immerhin. Das ist nicht so schlecht fürs erste Mal. Es wird ein Troll, es wird ein Troll.
So, Bonuserfahrung. Ich nasche nochmal ganz kurz ein bisschen Käse. Felstroll! Dass ich euch den Kopf abreißen könnte, Mad Dog! Wir kommen, das schlimmste Ungeheuer aller Zeiten! Okay, das klappt nicht so gut. Scheiße! Ich treff den gar nicht! Vorgabe kriege ich nicht mehr. Scheiße. Boah, was soll das denn jetzt mit den Hops? Alter, ich sehe nichts mehr. Du scheiß Moderator-Spaß! Solchen Einsatz von Wissenschaft habe ich in all meinen Hexenkämpfen noch nie gesehen. Ein Experte! Mittelmäßig! Fuck! Halt die Schnauze! Als nächstes gehe ich in den Moderator-Lounge, dann klopp ich die beiden da weg. Och, Alter, du Arschloch-Scheiß-Troll! Ich kann auch nicht ausweichen! Spasti, scheiß Assi-Kack-Troll, ey! Ich reg mich ja wieder auf! Das erinnert mich wieder an Fable 1! Das gibt's doch nicht! Jetzt wirft er in alle Richtungen. Ich komme an den gar nicht mehr ran. Feuer bringt bei dem nichts mehr. Schießen bringt bei dem nichts mehr. Was soll ich denn noch machen? Vor allem, ich schieße jetzt einfach auf die Erde. Der hat den Troll gar nicht mehr im Visier. Ich kann ihn gar nicht anvisieren. Ich kann ihn einfach nicht mehr anvisieren. Da hat er noch so einen Nippel auf dem Rücken. Aber ich komme nicht zum Rücken hin. Mich am Sack. Das war unglaublich. Eine außergewöhnliche, übermenschliche Leistung von unvorstellbarem Ausmaß.
könnte man sagen, wenn es keine Beispiele gäbe. Er ist ein würdiger Teilnehmer für diesen hochklassigen Wettkampf. Richtig. Jetzt müssen wir aber unserem glorreichen Gewinner gratulieren. Wir hoffen, euch hat diese wahrhaft blutige und fesselnde Hexenkessel-Ausgabe gefallen. Lebt wohl, werte Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Boah, war das gerade ätzend. Also bei den Trollen darf man nur diese Würmer am Körper abschießen. Alles andere bringt so gut wie gar nichts. Das muss man natürlich auch erstmal wissen, weil ich kenne die Strategie bei den Würmern nicht so wirklich. Bei den Trollen nicht so wirklich. Jetzt bei Fable 2 muss man alles erstmal rausfinden. Was haben wir denn? Ihr seid ein Hexenkessel-Champion. Stellt diese Trophäe für die Massen zur Schau, um euer Ansehen zu mehren, oder hängt sie in eurem Haus an die Wand. Yeah, 10.000, immerhin. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir bei Lucius oder Lucius oder Lucien, so rum, in die Armee kommen. Auf nach Westcliff. Ich glaube, sonst hätten wir 20.000 bekommen, oder? 100.000 glaube ich nicht. Das wäre too much. Also wenn wir jede Runde perfekt abgeschlossen hätten, was wir ja nicht haben. Aber naja, wir haben uns so gesehen ganz gut geschlagen. Bis auf den letzten Kampf, der war ein bisschen doof. Bei den Banditen wusste ich auch nicht, dass man rüberlaufen kann. Aber alles Gequengel hilft ja nichts. Immerhin haben wir es ja geschafft. Wenn auch, also ganz ehrlich, der Troll und Pipapo, man muss die Arena einfach schon mal gespielt haben, zumindest einmal schon mal gemacht haben, um zu wissen, wie man die Strategien da entwickelt und so weiter und so fort. Und wir haben bis jetzt erst gegen einen einzigen Waldtroll gekämpft, gegen einen Troll. Das hat ja letztens ganz gut funktioniert. Hier in der Arena irgendwie überhaupt nicht. Naja, shit happens. Hauptsache, wir sind durch. In der nächsten Folge geht's weiter.